Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück in der grünen Hölle. Ladebildschirm, wie immer. Ich habe ein neues Spiel jetzt hier angefangen. Ihr seht jetzt die Meldung. Wir sind hier wieder im Story-Mode. Das kennen wir ja inzwischen. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir vielleicht hier wieder einen relativ guten Start erwischen könnten. Und nicht wieder durchdrehen. Wie das letzte Mal. So, da unten ist Wasser. Ich glaube, das ist prinzipiell gar nicht so verkehrt. Und hier könnte ich mir vorstellen, wird es auch Fische drin geben. Ja, ich sehe Fische da unten. Also, ich denke mal, als Startpunkt sieht das gar nicht so schlecht aus hier. So, und dann ist die Frage, dass wir so schnell wie möglich irgendwie an Nahrung und sowas rankommen, ja. Einfach schon mal alles bisschen einsammeln, was es hier so in der Nähe gibt. Was man vielleicht so findet direkt. Was es jetzt hier wahrscheinlich nicht geben wird. Darauf kann ich nicht einhauen. Ist halt so ein Flugzeugwrack, wo es schon so diverse Sachen zu essen gibt. Das heißt, wir müssen Nahrung und alles Mögliche wirklich von null an einsammeln. Aber ich hoffe, das kriegen wir hin. So ein bisschen Erfahrung haben wir ja mittlerweile in dem Spiel. Kleines bisschen, nicht viel. Vielleicht zählt das Wasser da sogar als sauber, dass man dann immer einen guten Vorrat schon hat. Oder eine gute Quelle. Nee, unsafe. Was ist das? Die Frage ist, sind das Piranhas? Würden die mich anbeißen? Keine Ahnung. Ich würde gerne mal da drüben und nämlich gucken. Eine mysteriöse Schnecke haben wir jetzt hier. Ich habe doch gesehen, dass das hier irgendwie sowas in der Art ist. So, Kokosnuss ist da auch. Nützt mir bloß nichts. Ich brauche erstmal irgendwie Steine, dass ich mir so eine Axt machen kann. Ich brauche Steine. Das ist halt ein bisschen schwierig hier mit den Steinen, die zu finden auch manchmal. Was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier schon. Dammit. Jetzt hat er hier schon wieder irgendwie. Jetzt kratzt er sich hier zu Tode. Wo hat er sich denn das jetzt schon wieder abgeholt? Dammit. Das ist doch. Der lässt mich ja noch nicht mal sich angucken. Weil er sich dann immer kratzt. Dammit. Fuck. Und ich bin hier gleich am Sterben. Also. Dammit. Insekten. War ich jetzt zu nah an dem Bienenstock, dass die mich jetzt kaputt gestochen haben? Meine Güte, das ist ja echt. Da kriegt man ja eine Meise. So. Also, ist, glaube ich, sogar derselbe Ort. Also wenn ich diesen Speicherstand hier immer wieder lade, dann fangen wir halt von vorne an, ist dann immer der gleiche Ort. Was ja erstmal nicht verkehrt ist, denn ich glaube, das Wasser dort ist schon, ja, prinzipiell
von Vorteil. Ich muss halt gucken, dass ich nicht wieder mich irgendwie stechen lasse oder was auch immer da jetzt passiert ist. Vielleicht war das auch die Schnecke. Das ist natürlich möglich, dass ich diese Schnecke nicht hätte. Mitnehmen sollen dürfen. So, bei den blauen Pilzen mussten wir ja, die brachten Energie, die waren eigentlich gar nicht schlecht. Bei diesen gelben war ich mir jetzt gleich nicht mehr so sicher. Ist das überhaupt dieselbe Stelle? Bin ich gerade ein bisschen. Gucken mal hier über die Klippe. Das sieht nämlich doch nicht danach aus, als wäre das dieselbe Stelle wie gerade eben. Aber da ist großes Wasser. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, dass wir uns irgendwie am Wasser niederlassen. So, bei der Frucht wissen wir, die ist auf keinen Fall essbar. Das haben wir uns gemerkt. Also ich habe es mir gemerkt. Es ist offensichtlich nicht genau die gleiche Stelle wie vorhin. Da ist eine Schlange, da sollte man nicht hin. Die Frage ist, ist das jetzt hier überhaupt eine gute Gegend, um zu starten am Wasser? Nicht, dass es hier auch noch irgendwie gefährliche Viecher gibt, die was von einem dann wollen. Krokodile zum Beispiel. Haie. Ja, was es dann alles so geben könnte. Habe ich jetzt schon genug, um mir vielleicht, ja, ist nur ein kleiner Stock, ich bräuchte die großen. Sieht auch ganz gut aus. Da ist auch wieder eine Schlange. Da sollte man nicht hin. Guck mal, dass ich hier diesem Weg oder was auch immer das ist, ein bisschen folge und nebenbei Sachen aufsammle. Was natürlich hier ein Problem sein wird, so nah am Wasser, dass prinzipiell oder potenziell, naja, einmal das, ne? Ihr seht das, ich habe es fast befürchtet. Und halt, dass die ganzen anderen Sachen wie Pflanzen und sowas wahrscheinlich auch nicht so leicht aufzutreiben sind. So, ich gucke jetzt aber, jetzt müsste es reichen, um schon mal die Axt wieder herzustellen. Und zwei Steine, dann kriegen wir doch auch auf jeden Fall das noch hin. Ich weiß zwar nicht so genau, ob mir das jetzt viel bringt. Aha, na gut, das ist schon mal. Das nehmen wir auf jeden Fall hier. Das bringt uns nämlich was zu trinken. Nüsse nehmen wir auch. Seile. So, dann sollte man nicht mehr allzu lange brauchen und dann langsam schon mal anfangen, ein Bett oder sowas zu bauen, das wir dann speichern können.
Vielleicht ist das hier ja gar nicht so eine schlechte Gegend. Oh, da haben wir. Guck mal, was da drüben ist. Da sind sogar menschliche Baustrukturen. Das würde ich mir schon mal angucken wollen. Vielleicht kann man das nämlich auch nutzen. Oder, was natürlich noch besser wäre, was dort finden sinnvoll ist. Irgendwie noch was zu essen. Kanister. Oh, eine Matratze. Oh, super. Also hier könnte ich schon mal schlafen. Orangensaft. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist tatsächlich, aber ein Autositz. Ich würde sagen, das mache ich. Das wird gleich mal unser. Wunderbar. Haben wir hier auch gleich irgendwie so ein verbesserten Speer gefunden. Ich glaube, das wird hier unser neuer Posten, unsere neue Basis. Vielleicht ist es hier auch ein Fass, mit dem man Regenwasser sogar einsammeln kann. Das wäre auch gar nicht mal so verkehrt. Ich bin mir halt bei diesen menschlichen Strukturen immer nicht ganz sicher, ob da nicht die Wahrscheinlichkeit höher ist, mal Besuch be zu bekommen von denen. Typen, die hier dann halt auch so rumspringen. Aber ich würde jetzt erstmal ansetzen, dass wir hier unser Waterfiller. Cool. Also damit sammle ich wahrscheinlich auf jeden Fall Wasser. Was haben wir hier? Bambu-Wasserfüller. Okay. Also hier sind schon ein paar Sachen dann da. Stick Fish Trap könnte eine Fischfalle sein. Also ich habe auch bei dem Spiel so das Gefühl, dass man die Sachen nach und nach halt erst in sein Notbuch auch geschrieben bekommt, wenn man die mal irgendwo entdeckt hat. Was ich eigentlich machen wollte, genau wie das hier. Charcoal. Ich weiß zwar nicht, wozu ich die Kohle brauche, aber egal. Ich baue jetzt mal hier so einen kleinen Unterstand hin zum Speichern. Also, Fallen. Stick Fish Trap, Large Stick Fish Trap. Also damit kann ich Fische fangen. Seht ihr? So einfach wäre das wahrscheinlich gar nicht gegangen, da die Viecher gefangen zu nehmen. So, hier haben wir jetzt einiges, was wir craften können. Das hier haben wir jetzt gefunden, muss ich also. Also, ich habe jetzt das Rezept da, könnte ich dann also auch mal selber herstellen. Sonst geht es uns noch gut. Crafting, Feuer starten, Kochen, Archery, Angeln, Harvesting Animals, Spearfishing. Oh, mit dem kann ich jetzt. Mit diesem vierfachen Speer kann ich da auch angeln. So, Feuer machen. Wasserfilter ist dann das. Bambuswasserfilter. Fallen haben wir gerade gesehen. Leafbed braucht man nicht. Ich müsste halt mal gucken, dass ich mir so eine Hut shelter. Ich weiß halt nicht, ob die permanent ist oder wie in The Forest nach einmaligem Benutzen dann ausfällt. Palm Leaves, die brauchte 26. Long Bamboo. Wir bauen jetzt mal das und dann werden wir ja sehen, ob es bleibt oder nicht. Ich hoffe, dass es bleibt. Ich kann es hier gar nicht hinsetzen. Hier drauf könnte ich es setzen, aber das nützt mir wenig. Ja, ist eigentlich auch egal ein bisschen.
So, Stöckchen brauchen wir. Das ist halt so ein... auch so ein bisschen schwierig, da zu priorisieren, was man als erstes macht. Oder machen sollte. Weil viele Dinge wichtig sind. Oder alles irgendwie gleich wichtig ist. Wir brauchen erstmal normale Stücke. Deswegen harvesten wir hier draus mal welche. Und bringen das dann schon mal hin. Ich würde auch rennen. So, einen langen Stock haben wir vielleicht daraus auch bekommen. Mal schauen, wozu welch ein langer gleich mit rumliegt. So. Drei lange brauchen wir insgesamt. War doch, glaube ich, noch eine. Dann brauchen wir noch einen langen. Wahrscheinlich muss ich dann noch mal einen Baum abschlagen. Wird gleich kaputt gehen. Stupid piece of shit. Ja, aber wir haben es noch geschafft, das abzuschlagen. Das soll es mir jetzt erstmal egal sein. So, da noch ein. Sondern 13 Palmblätter. So, ich baue erstmal wieder. Siehst du, da brauche ich auch wieder die Stöcke. Aber da müssten wir ja welche hier liegen haben jetzt. Beziehungsweise kriege ich schnell raus. Noch Steine fehlen mal wieder. Das ist immer so die Sache hier. Kriege ich jetzt schnell einen Stein her. Hier zum Beispiel. So. Kraft. Und dann braucht man das. Kraft. Dann kriegt man die Steinaxt. Und dann braucht man Palmenblätter. Ich nehme auch gleich noch die Kokosnuss. Palmblätter müsste doch das hier zum Beispiel ganz gut sein. Genau, so. Und dann haben wir es auch gar nicht so weit dazu tragen. Dann müsste das mit dem Bau noch relativ flott gehen. Seht ihr? Da kommt zum Glück immer relativ viel raus aus so einem Baum, dass das eigentlich auch reichen müsste hier für dieses kleine Shelter. Sehr gut. So, dann würde ich nämlich sofort auch speichern. Slot 1, ja. Weil wir doch jetzt hier einen wieder relativ guten Startpunkt haben. So, und dann sollte man doch vielleicht mal gucken, ob wir nicht auch gleich angeln können. Ob das so einfach geht? Ich habe keine Ahnung. Ja, da hauen sie ab. Was hab ich denn jetzt wieder gemacht?
Wo habe ich denn jetzt bitte einen Kratzer hergekriegt? Wovon jetzt? Bin ich zu blöd? Oh, okay. Also da ist der Kratzer. Ich weiß nicht, wie ich den gekriegt habe. Leeches, gut, wahrscheinlich im Wasser. Hier ist auch noch einer. Okay. Für den Kratzer brauchte ich diese... Hier muss ich dann wahrscheinlich auch was drunter stellen. Moment, ich will mal was probieren. Wenn ich das jetzt trinke. Und dann harveste. Dann kriege ich ja die zwei Kokoshälften, wenn ich die dann auch esse. Kann ich die dann hier vielleicht drunter stellen? Seht da. Super. Haben wir doch schon ganz gut was gebracht. So, also, jetzt ist wichtig, dass wir mal gucken. Für den Scratch habe ich doch Dressing. Okay, und wenn wir da nämlich nicht aufpassen, infiziert sich das. Und das wäre blöd. Hier gab es auch das kleine Shelter. Okay, also dann. Brauche ich eigentlich diese Pflanzen mit dem gelben Zeugs drumherum? Ja, eigentlich ist es auch blöd, mit diesem Speer hier rumzuhacken. War das hier nicht auch eine besondere Pflanze? Ja, Tobacco-Pflanze. Ich brauche aber die mit dem Gelben drumherum. Die war wichtig. Die hier bringt mir, glaube ich, nichts. Also ich kann versuchen, das mal da drauf zu schmieren. Wo war denn der Scratch hier? Aber nee. Das bringt mir nichts. Ich brauche tatsächlich diese andere Pflanze. Oh, eine Schildkröte. Die nehme ich jetzt mal mit. Bietet sich halt an, ist ein bisschen ekelhaft wieder. Wahrscheinlich kann ich diese... Den Panzer auch wieder dafür benutzen, vielleicht Wasser drin zu sammeln. Ich muss jetzt wirklich... Ist natürlich blöd, dass es jetzt gerade auch Nacht wird. Ich brauche diese eine Pflanze. Die Frage... Wie oft die vorkommen? Mist. Jetzt nicht drauf geachtet. Hat die mich jetzt erwischt? Craften kann ich mit der nichts... Aber essen konnte ich die auch nicht. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen blöd. Jetzt wird es nämlich auch wieder dunkel. Dann sehe ich ja wieder nichts.
Ich gehe jetzt mal zurück zu unserem Camp und dann würde ich versuchen zu schlafen. Also es hat ja wenig Sinn, jetzt hier im Dunkeln wieder rumzulaufen. Da waren Krebse. Hier muss ich wahrscheinlich auch noch was reinstellen, damit das funktioniert oder irgendwie noch was damit verbinden. Ich guck mal, ob ich den Panzer hier hinstellen könnte. Das geht auch. Der scheint mir nämlich größer zu sein. Okay. So, dann würde ich mich mal hier hinlegen. Wir scheinen alle... Oh, jetzt haben wir Fieber bekommen. Und dann sind wir auch gleich tot. So wie ich das hier sehe. Dann würde ich sagen, wir haben ja gespeichert. Wir haben jetzt hoffentlich aus dem Fehler gelernt und gehen dann nicht nochmal wieder ins Wasser und holen uns den Kratzer. Ich glaube, gespeichert hat man vor dem Kratzer, ne? Hoffentlich. Dann würde ich die Folge an der Stelle schon mal wieder beenden und dann machen wir in der nächsten Folge beim Speicherpunkt weiter, weil ich glaube hier, das ist eh schon... verkackt. Ja. Seht ihr. Wenn ich jetzt lade, dann wäre das dann halt hier der erste Punkt. Und ich glaube, da fangen wir dann beim nächsten Mal an. Für heute sage ich aber erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.